Herzlich willkommen zu einem Jubiläum. Der Austria Triathlon Podersdorf findet heuer zum 35. Mal statt. Anfang September gibt es wieder drei Wettkampftage mit rund 2000 Triathletinnen und Triathleten. Bei mir ist Daniel Döller, der Mann, der mit seinem Team hinter dieser Veranstaltung steht. Daniel, herzlich willkommen. Hallo Boris, grüß dich. War diese Jubiläumsausgabe auch für dich und dein Team eine besondere? Ja, definitiv. Sehr besonders. Wir hatten eigentlich das Gefühl, in 35 Jahren haben wir alle schon einmal gesehen, zumindest. Dem war nicht so. Wir haben Rekordtüre in Europa und das hat uns auch in Burgenland nicht losgelassen. Das heißt, umso größer war die Vorfreude schon auf das 35-jährige Jubiläum, aber natürlich auch die Vorbereitungsarbeiten. Sehr anstrengend. Und Sie sehen schon, die Besonderheit oder das Neue, das Einzigartige, es wird nicht im Neusiedlersee geschwommen, der Wasserstand bei Podersdorf ist zu niedrig, sondern im Badesee der St. Martins-Therme. Und wie es scheint, das zeigen uns diese Bilder, war das eine goldrichtige Entscheidung, Daniel? Ja, definitiv. Erstens mal auch ein wirkliches Dankeschön an die St. Martins-Therme und Lodge, die das ermöglicht haben. Und du siehst schon, dass ein 8 Hektar großer Badesee genug Platz für unsere Athletinnen und Athleten und bis zu 8 Meter tief. 21 Grad Wassertemperatur, also angenehm für die Damen und Herren. Gute Qualität, also eigentlich alles perfekt, so wie sich das die Athletinnen und Athleten vorstellen. Definitiv, der Stadion 7 Uhr in der Früh von der Staatsmeisterschaft der österreichischen und die Langdistanzathletinnen und Athleten hier schon am Rennen. Genau, Stichwort Staatsmeisterschaft, eben über die Langdistanz werden da die nationalen rot-weiß-roten Titel vergeben. In diesem Bewerb sind Athletinnen und Athleten aus fast 30 Nationen mit dabei und 4 Schwimmrunden sind im Badesee zu absolvieren. Richtig, das Besondere an diesem an dieser Veranstaltung oder an dieser Austragung war eben, dass wir 950 Meter Runden hatten. Bei einer 3,8 Kilometer Schwimmstrecke bedeutet das, 4 Runden im Gesamten zu schwimmen mit einem Landausstieg. Auch etwas Neues in Podersdorf, aber nicht neu im Triathlonsport. Und in der Spitzengruppe, da stellt sich bald heraus, ist ein Ungar der schnellste Mann im Wasser, Zoltán Pecsuk. Ja, kommt hier zum Leuchtturm, den wir dort aufgestellt haben, um natürlich auch ein bisschen Podersdorf-Flair zu behalten. Erste Runde, wie man sieht, muss man hier aussteigen, um den Leuchtturm herumlaufen und dann wieder ab in die Fluten. Leuchtturm gibt es nicht mehr Podersdorf, sondern auch da. Und jetzt kommt man. Sehen hier die Verfolgergruppe. Ein bisschen ein steiler Ausstieg. Es handelt sich nämlich um einen Baggersee, das heißt, am Rand sehr tief gebaggert mit so einem sogenannten Drop-Off. Athleten kriegen hier auch Hilfe von 2 Helfern, um hier schneller aus dem Wasser zu kommen. Und dann geht es weiter, direkter Weg in die zweite, dritte und in die vierte Runde. Hier wieder der Blick zur Spitze oder der Blick an die Spitze zu Zoltán Pecsuk aus Ungarn, der am Ende eine Zeit von 48 Minuten und 54 Sekunden erreichen wird hier im Wasser. Ich habe mir seine Zeiten angesehen, dann auch noch im Nachgang und wirklich so die doppelte Zeit von seiner besten Mitteldistanzzeit, wo er um die 24 Minuten geschwommen ist. Das heißt, er dürfte einen sehr guten Takt haben und das auf jeder Distanz bringen, das Tempo. Verfolgergruppe, die wird angeführt von Paul Ruttmann. Das ist einer der ganz großen Favoriten, einer, der schon zweimal Staatsmeister war, 2018 und 2019. Ja, Paul, ein Paradeathlet aus Linz, ist auch Polizist und hatte die letzten Jahre etwas Pech in Podersdorf, wollte sich hier einen Infight 2020 mit Michi Weiß liefern, ist dann unglücklich gestürzt, hat sich wirklich auch ein bisschen verletzt und er wollte an dem Tag so richtig angreifen. Da haben wir Paul Ruttmann kurz gesehen, da sind wir schon bei Olivier Godard aus Luxemburg. Ruttmann, viertschnellste Schwimmzeit, 52,42, also der Tag hat für ihn gut begonnen. Ja, wir sehen hier auch den Österreicher Christoph
Laditz unter anderem im Bild. Und auf geht's auf die Radstrecke. Die hat sich umgestellt dieses Jahr, aber nur marginal. Sind hier eine halbe Runde nach Bodersdorf zu absolvieren und von dort ging es dann nochmal 5 Runden weiter auf 180,4 Kilometer. Schnellste Dame beim Schwimmen, Melina Schlegel aus Deutschland, 57,38 ihre Zeit, die danach allerdings keine Rolle mehr spielt. Sie wird am Ende 15. Bei den Damen, die Deutsche. Aber gleich hinter ihr ist die Favoritin Gabriele Oppmann als zweite Frau aus dem Wasser gekommen. Und wir sind schon wieder bei Paul Ruttmann, der zu einer Aufholjagd ansetzt auf der Radstrecke. Man sieht hier bei Paul, dafür ist er ja bekannt, er hat eine hohe Kadenz, also eine hohe Trittgeschwindigkeit am Rad und ist ein sehr starker Radfahrer. Die Gegend ist immer natürlich windanfällig. Wie war das an diesem Septembertag 2022? Typisch Bodersdorf, fast, hard, legendary. Um fast zu sein, musst du auch mal hard sein. Das heißt, wir hatten Südwind und in eine Richtung war das richtig hart zum Fahren. Das ist der vorhin schon angesprochene Mann aus Luxemburg, Olivier Godard, der sehr gut unterwegs ist, sehr stark Rad fährt, am Ende den zweitschnellsten Radsplit zeigt. 4 Stunden 15 die Zeit des Luxemburgers. Für mich ein Überraschungsmann, muss ich sagen, 1975 geboren, das heißt um die 47 Jahre alt, hat mir wirklich überrascht, was der da für eine Leistung an diesem Tag abrufen hat können. Der schnellste am Rad ist Paul Ruttmann, der fährt 4.06 und ist damit nur 6 Minuten langsamer als Michi Weiß bei seinem Radrekord von 4 Stunden und einer Minute. Damals war es aber auch ein bisschen kürzer, glaube ich, die Strecke. Sie war ein bisschen kürzer, 178 Kilometer. Und wir haben hier gesehen, wie Paul Ruttmann vorbei fährt an den Damenführenden Petzug aus Ungarn und hier gleich wirklich einige Meter macht. Und dahinter macht eben auch Olivier Godard Zeit und Plätze gut auf den Ungarn. Ja, natürlich einer der internationalen Starter. Bei ihm geht es nicht um eine Top-Platzierung in der österreichischen Staatsmeisterschaft. Für ihn schon. Das ist Max Kornhofer, der auch gut im Rennen ist in der nationalen Wertung. Dritter nach dem Schwimmen. Wir haben hier auch mit der Startnummer 1 den Deutschen Thomas Tietz. Er war Achter nach dem Schwimmen und konnte auch an dem der gute Radleistung abrufen. War im Vorjahr Dritter in Podersdorf, also dem gefällt's hier, dem taugt's hier. Christoph Laditz mit der Nummer 3, das ist auch einer, der in der Staatsmeisterschaftswertung um einen Podestplatz kämpfen will und kämpft. Wir sehen hier im Bild einen wirklichen Veteranen in der Langdistanzszene. Tscheche Petr Vaprusek überholt hier gerade Christoph Laditz und setzt sich vor ihn. Ja, und bei den Damen, das haben wir gesehen, da hat Melina Schlegel nach dem Schwimmen einmal die Spitze übernommen und führt zunächst natürlich auch auf dem Rad. Aber schon bald kommt eben Gabriele Oppmann. Sie ist die schnellste heute in dieser zweiten Disziplin bei den Damen. Wir haben hier die Marie Hilscher aus Deutschland. Sie wird an diesem Tag die zweitschnellste Radzeit mit 4,57,11 abrufen bei den Damen. Ein Blick oder ein Wort zum Material. Sie fährt mit Scheibenrad. Hier Gabriele Oppmann. Gute Wahl oder schlechte Wahl bei den Windverhältnissen, die du angesprochen Sehr hast? Sehr gute Wahl. Es bedarf natürlich auch ein bisschen einer Technik, weil ein Scheibenrad natürlich bei Seitenwind oder für Böen sehr anfällig ist. Nur das Besondere an einem Scheibenrad ist, je mehr Wind bläst, desto aerodynamischer wird es. Das heißt, mit der richtigen Technik schafft man da wirklich einen Vorsprung. Also, die Damen und Herren, die die Langdistanz bestreiten, sind an diesem Tag schon unterwegs. Aber es gibt natürlich auch Bewerbe über die Halbdistanz und überhaupt an diesem Wochenende auch noch Sprints. An diesen intensiven Tagen hier rund um die St. Martins-Therme. Sehen hier auch den Start der ersten Welle. Um die 300 Athletinnen und Athleten sind in einer Welle am Start. Begleitet von den Stand-Up-Paddlern. Der erste Stand-Up-Paddler wirklich dafür da, dass er die Richtung weist. Und die anderen auf der Seite sollen so ein bisschen
die Ausreißer, sage ich einmal, beim Schwimmen einfangen und hier Orientierungshilfe bieten. Ja, der Paddler muss auch ordentlich sein Paddel schlagen. Ich habe ihn gefragt, wie das für ihn ist eigentlich, aber er müsste ja doch locker mitfahren. Der hat gesagt, na, beim Start muss er richtig Gas geben, damit er vorne bleibt. Da schaut er schon entspannt aus. Auch da setzen sich dann natürlich die Spezialisten unter Anführungszeichen an die Spitze. Da geht es eben knapp 2 Kilometer durch den Badesee der St. Martins-Therme. Der Unterschied zur Langdistanz natürlich, nur die Hälfte der Runden sind zu absolvieren, also 2 ohne Landausstieg. Das heißt, diese Athleten und Athletinnen, die schwimmen durch. Sind hier die Führenden am Beginn der zweiten Runde, mussten hier um eine zweite Boje herumschwimmen und sind links davon die Athletinnen und Athleten, die sich schon auf die zweite Welle vorbereiten. Der schnellste Schwimmer kommt aus Serbien, Ognjen Stojanovic ist hier auf Position 1 und er benötigt 22,5 Minuten für das Schwimmen. Favoriten natürlich aus österreichischer Sicht sehr erfreulich. Thomas Steger vom PEWAG Racing Team. Kommt als Zweiter aus dem Wasser mit rund 40 Sekunden Rückstand auf Stojanovic. 7, 6, 5, 4. Also da ist er, der Mann aus Serbien, gejagt von Thomas Steger. Und diese Aufholjagd ist rasch von Erfolg gekrönt. Steger überholt Stojanovic mit der insgesamt drittschnellsten Radzeit, ist er in diesem Rennen unterwegs. Vielleicht ein paar Infos zu Thomas Steger. 1992 geboren aus Jembach, amtierender Staatsmeister auf der Mitteldistanz. Betreibt Triathlon seit 2012 und wurde 2014 Europameister bei den 20- bis 24-jährigen Kitzbühel und ist Vize-Europameister auf der Mitteldistanz 2021. Und wir haben uns ja dieses Jahr besonders ins Zeug gelegt, haben auch PTO-Punkte zu vergeben, was ihm natürlich freut als 50-Gereiter. Stefan Betz, zweitschnellster Radfahrer, also bringt sich auch da in eine sehr gute Position. Und Michael Weiß sehen wir hier, der Sechster war nach dem Schwimmen und wie so oft die schnellste Radzeit fährt. Ja, dafür ist der Michi bekannt, sehr stark am Rad. Bei den Damen haben wir hier die Österreicherin Gabriela Selenka. Sie war auch sehr gut unterwegs mit der drittbesten Radzeit, ist sie zwischenzeitlich dann sogar in Führung. Allerdings verliert sie dann wieder einige Positionen im weiteren Verlauf eben beim Laufen bei den Halbmarathon. Ja, hier im Bild Laura Zimmermann aus Deutschland, eine der Favoritinnen, war noch beim Schwimmen zurückgelegen, fährt aber mit der schnellsten Radzeit bei den Damen an die Spitze. Und damit ist sie dann wahrscheinlich die klare Favoritin, denn man kann davon ausgehen, dass sie auch beim Laufen top ist. Ja, hier auch beim Überholvorgang von Simone Kumhofer, die Siegerin des letzten Jahres in einer wirklich Fabelzeit von 4 Stunden und 23 Sekunden, kann hier nicht ihre komplette Leistung abrufen. Da ist Simone Kumhofer noch einmal groß zu sehen. Ist ja im Omnibiotic Power Team, dort Teamkapitänin, Ernährungswissenschaftlerin, beschäftigt sich viel mit dem Darmmikrobiom der Menschen. Und eine tolle Radfahrerin. Eine weitere Athletin aus Deutschland, Christine Liebold, die beim Radfahren noch zurückliegt, Rückstand hat, aber so viel sei vorweggenommen, beim Laufen ist sie die allerschnellste und arbeitet sich noch auf den dritten Platz nach vorne. Thomas Steger. Wir sind schon beim Laufen und Thomas Steger. Hinter ihm hat man gut gesehen, Stefan Betz auf Aufholjagd. Aber das ist die starke Disziplin von Thomas. Und er lässt den Deutschen eben nicht herankommen. Und auch Michael Weiß auf Platz 3 nimmt die Verfolgung auf. Auch
er muss den warmen Temperaturen dann Tribut zollen und kann nicht mehr zu Thomas Steger oder Stefan Betz aufschließen. Das ist der Mann, der am schnellsten geschwommen ist. Ognjen Stojanovic, der schnellste Läufer ist, beim Radfahren einige Plätze verloren hat, jetzt aber wieder auf dem Weg nach vorne ist, eine Aufholjagd wieder gestartet hat. Hier im Bild der Ungar Gergo Badar. Er wird Fünfter an dem Tag, gefolgt von Chris Dels, ein deutscher Athlet, der Sechster wird. Also Stojanovic wird am Ende Vierter und der Sieger, das ist Thomas Steger, seine Zeit. 3:31.07. Das Rennen war, hat mir sehr gut gefallen. Schwimmen da in dem See bei der Therme, super. Also angenehmer von der Temperatur. Am Rad war dann viel Wind. Ich mag eigentlich mehr, wenn es bergauf geht. Aber das hat mir gut gefallen auch. Und ja. Das Laufen war dann auch recht windig und recht warm, aber das stört mich nicht. Also, mir hat es gut gefallen. Ja, es war ein sehr schneller Tag, obwohl es windig war auf der Radstrecke. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Die Formkurve also zeigt nach oben. Ich habe mich wirklich nicht gut gefühlt vor 2 Wochen bei einer Langdistanz in Schweden, aber habe mich jetzt wieder gefangen. Und es schaut gut aus für die Ironman WM in 5 Wochen. Ja, und bei den Damen kommt es noch zu einem Überholmanöver. Gabriela Zelenka überholt Kumhofer und mit der zweitschnellsten Halbmarathonzeit bei den Damen sichert sich sie somit Platz 2. Ich muss sagen, Simone Kumhofer vor einer Woche in Zell am See am Start gewesen, bei der Mitteldistanz 70.3. Hat hier ein paar Körner zu viel verschossen, kann nicht an ihre Leistung vom letzten Jahr herankommen. Und die Siegerin, das ist Laura Zimmermann, die beim Laufen den ersten Platz absichern kann. Viele denken ja immer, flache Strecken sind einfacher, aber da widerspreche ich. Es ist schon ziemlich anstrengend, wenn man halt komplett die ganze Strecke immer in Aero-Position verbringt. Und der Wind hat es uns heute allen nicht leicht gemacht. Das Wetter war super heute, klar. War ein bisschen heiß beim Laufen, aber lieber heiß als Regen und kalt. Von dem her, beim Laufen habe ich dann schon geführt und konnte meinen Vorsprung ein bisschen ausbauen bzw. halten und habe mich jetzt riesig über den Sieg gefreut. Zurück zur Langdistanz, zurück zu den österreichischen Staatsmeisterschaften. Paul Ruttmann ist nach wie vor stark und im Moment auch ungefährdet an der Spitze unterwegs. Er ja neben Michi Weiß und Georg Enzenberger, Athlet beim Schuler Pro Team. Sieht doch hier eigentlich alle Profiathleten setzen auf ein Scheibenrad. Er kommt mit einer sehr guten Zeit in Podersdorf in die Wechselzone 2, um eben vom Rad auf die Laufstrecke zu wechseln. Ja, man sieht hier, die Athletinnen und die Athleten, die müssen einen Sack auspacken. Dort haben sie ihre Laufsachen drinnen und müssen wiederum ihre Radsachen darin deponieren. Warum machen wir das? Damit wir eine Ordnung in der Wechselzone haben. Da wir ja 2 Wechselzonen hatten, eine in der St. Martinstherme und eine eben in Podersdorf. Man sieht hier, es wird durch einen eigenen Laufkanal rausgelaufen, damit alle Athletinnen und Athleten denselben Weg durch die Wechselzone haben und da keine begünstigten Plätze eigentlich vorzufinden sind. Und er begibt sich auf den Weg Richtung Hölle. Also er ist schon als erster laufend unterwegs und dann kommt Olivier Godard aus Luxemburg als zweiter in die Wechselzone 2. Man sieht schon, wirklich ein sehr sympathischer Athlet, hat auch noch Zeit, um ein kleines Schwätzchen mit dem Kameramann zu machen. Ein sympathischer und erfolgreicher Athlet, denn er wird dieses Rennen auch in der internationalen Wertung auf Platz 2 beenden.
Ja, und bei den Damen, da ist Gabriele Oppmann, die souverän Führende nach 2 von 3 Disziplinen. Ihr ist an dem Tag ein wirklich gutes Rennen gelungen. Trotz Widrigkeiten wie Wind und dann auch die Sonne stärker geworden. Marie Hilscher, die Deutsche, als Zweite schon 16 Minuten zurück beim Wechsel vom Rad auf die Laufstrecke. Und die zwei beste Österreicherin, das ist Sabrina Exenberger. Macht sich an die Verfolgung, hat aber doch schon einiges an Rückstand. Auf Verpflegung, Paul Ruttmann stärkt sich, kühlt sich, Temperatur war hochsommerlich, dann im Verlauf des Tages eine zusätzliche Belastung natürlich für die Damen und Herren. Ja, wir hatten um die 26 Grad, Sonne hoch am Himmel gestanden, man sieht das auch, die Athletinnen und Athleten kühlen sich mit Schwämmen, überall wo noch ein Platz ist, wird einer reingestopft und bei der nächsten Verpflegstelle dann ausgetauscht. Gibt an der Zahl 3 pro Richtung. Wir haben einen Wendekurs mit 10,5 Kilometer. Erst Daumen mal Pi, alle 3,5 Kilometer eine Verpflegung. Das ist wieder der Mann aus Luxemburg auf Platz 2 in dieser Langdistanzentscheidung beim Austria Triathlon in Podersdorf. Er schaut wirklich sehr frisch aus. Mit einer sehr schnellen Zeit unterwegs, Paul Ruttmann. So, das ist der Kampf um Platz 4. Thomas Tietz, Deutschland, und Zoltán Pecsuk, Ungarn, im Gespräch. Haben hier noch Zeit, um sich auszudealen und auszuschnapsen, wer denn auf welcher Position ist. Unglaublich eigentlich bei den Leistungen, den Laufleistungen, die hier auch abgerufen werden, noch mit welcher Lockerheit hier angegangen wird. Und das ist der Mann, hinter dem sie liegen. Das ist Edgars Zimmermanis, ein Lette, der sich mit einem sehr guten Marathon eben davor gearbeitet hat. Der läuft 2,36 und wird am Ende Dritter. Das ist der schnellste Marathon und eine Topzeit, die der Mann aus dem Baltikum in Podersdorf abliefert. Das sind Zeiten, die auch nur einem Marathonlaufen schon schwer zu erreichen sind. Also wirklich Hut ab, Chapeau. Das ist wieder Gabriele Oppmann, die übrigens die Titelverteidigerin ist, die im Vorjahr Langdistanz-Staatsmeisterin war und die gemeint hat, sie hat sehr viel Zeit ins Training in diesem vergangenen Jahr investiert, denn das große Ziel war, diesen Titel eben zu wiederholen, noch einmal Gold zu holen über die Langdistanz. Es ist ihr nicht alles aufgegangen in der Saison, sucht ihr auch den versöhnlichen Abschluss in Podersdorf. Und hat aber schon wirklich ein Zeitpolster herausgelaufen. Und es wird am Ende auch für sie eine wirklich gute Zeit, mit der sie sehr zufrieden ist. Das große Ziel war, unter 9 Stunden dieses Rennen zu absolvieren. Und das schafft sie dann am Ende sogar deutlich. So, Marie Hilscher. Neben einem Dauergast, Dauerstarter. Ja, Alex Beukert. Ja, wirklich. Ich glaube, der fleißigste Instagram Kommentator und Story-Sharer, den wir haben, mit seiner Freundin oft im Podersdorf schon gewesen. Und das ist schon Paul Ruttmann auf den letzten Metern, der sich nicht nur den Staatsmeistertitel 2022 holt, sondern auch den Gesamtsieg beim internationalen Austria-Triathlon 2022 in Podersdorf. Wir hören schon den Zielsprecher hier bei seinem Zielanlauf, Paul Ruttmann, verdienter Staatsmeister 2022. Ja, mit einer Zeit von 7 Stunden 47,53 gelingt ihm auch etwas, wovon er geträumt hat. Ja, jetzt geht's mir gut. Eigentlich richtig gut. Es war zwischendurch einmal, wie eine Langdistanz halt ist, ein großes Auf und Ab, wobei die Losheit ziemlich wenig waren. Und waren dann, haben sie eher lang gedauert, waren aber dann dafür auch wirklich weg wieder. Das hat echt super funktioniert. Ich habe 7,47, von dem träumt man. Das nimmt man sich nicht vor, ja, weil das nicht immer realistisch ist. Und jetzt hat sich das endlich einmal, die ganze harte Arbeit, echt bezahlt gemacht. Und das war richtig cool heute. Wir haben in Podersdorf jetzt eine neue Streckenführung, die das Rennen, bin ich der Meinung, sehr wertvoll macht, einfach auch, weil es
mittlerweile vergleichbar ist. Die Radstrecke stimmt genau, die Laufstrecke stimmt genau. Die Schwimmstrecke ist sensationell, finde ich. Ich gehe ganz gern zwischendurch einmal aus dem Wasser raus. Es gibt irgendwie Sicherheit, also mir zumindest. Und ich komme zurück und versuche natürlich 7,47 zu unterbieten. Ich habe heute das Gefühl gehabt, das war den ganzen Tag Gegenwind auf der Radstrecke. Aber es wahrscheinlich nicht so war. Aber es war schon sehr windig und sehr, sehr hart Rad zu fahren. Und auch beim Laufen war es sehr windig. Wie Bodersdorf halt ist, fast hart und legendary. Ja, es war ein sehr durchwachsenes Rennen. Schwimmen war sehr gut für meine Bedingungen. Radfahren war sehr windig, muss ich sagen. Das hat mich schon teilweise sehr mental mitgenommen. Und wie ich aber dann gesehen habe, dass in der Wechselzone eigentlich alle wieder zusammengekommen sind ein bisschen, habe ich auch damit spekuliert, dass da noch was möglich ist. Ich wusste, ich muss einen sehr smarten Marathon laufen. Ich habe dann abreißen lassen bei Kilometer 3, habe die Gruppe ziehen lassen und habe dann nach der Reihe eigentlich wieder alle eingesammelt und bin eigentlich wirklich sehr zufrieden, dass ich sehr intelligente Ansatz gemacht habe oder das Ganze sehr smart gelöst habe und jetzt als Vizestaatsmeister da stehen darf. Ja, jetzt habe ich es dreimal hintereinander gewonnen, das Rennen, habe dann noch einen vierten Staatsmeisterschaftstitel 2017 holen können. Heute hätte ich eigentlich noch mehr Glück gebraucht und es war nicht nur in meiner Macht auf jeden Fall, dass der Staatsmeisterschaftstitel rausschaut. Das war mir vollkommen klar. Aber ich habe wirklich keine gute Vorbereitung gehabt. Dafür halt schon viel Routine und damit ist der dritte Platz eigentlich genau das Minimalziel Wenn ich Vierter gewesen wäre, hätte ich vielleicht aufgeben. Ja, ich muss schon sagen, es war schon eine harte Sache hier im Burgenland, sehr, sehr windig. Man denkt ja immer, flache Strecken, das ist einfach, aber dem ist nicht so. Man muss immer dran sein hier und der Daniel und sein Team haben wieder einen super Wettkampf aufgestellt und die Natur hat ihr Übriges dazu getan. In der Staatsmeisterschaft der Männer gewinnt also Paul Ruttmann und bei den Damen wiederholt Gabriele Oppmann ihren Titel vom Vorjahr. Momentan, ja, unglaublich echt. Heuer war echt ein hartes Jahr und jetzt hat sich das ausgezahlt. Bin ich recht stolz auf mich selber und die Zeit ist ein Wahnsinn. Mein Ziel war heute unter 9 Stunden zu finishen, das habe ich geschafft. Also kann jetzt, glaube ich, beruhigt heimfahren oder wie auch immer. Hut ab vor der Leistung, wirklich toll, Gratulation. Noch kurz, wie ist es dir gegangen auf der Strecke, im Badesee, irgendetwas, was sagst, das war sehr anstrengend speziell? So ein Rennen ist immer anstrengend. Ich gratuliere den Veranstalter, das ist jedes Jahr eine super Veranstaltung. Total toll organisiert, vom Schwimmen weg, übers Radfahren, auch wenn das 6 Runden sind. Auch wenn du 4 Runden laufen musst, es sind immer Leute auf der Strecke. Die Labestationen sind super aufgestellt, also wirklich Hut ab vor der Veranstaltung. Paul Ruttmann gewinnt also bei den Männern und die Siegerzeit von Gabriele Oppmann 8 Stunden 48. Daniel, deine abschließende Bilanz? Ja, durchwegs positiv. Ich glaube, wir haben bei dieser 35. Auflage nochmal eins draufgesetzt, wenn man sich diese Bilder ansieht. Aus dem Seewinkel haben wir besten Sachen miteinander verknüpft. Eine tolle Schwimmstrecke, eine ehrliche Radstrecke, eine ehrliche Laufstrecke und glückliche Athletinnen und Athleten. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste. Wir lassen unsere Athleten nicht im Stich und sie haben uns auch dieses Jahr wieder nicht im Stich gelassen. Soweit also die Höhepunkte des Austria Triathlon Bodersdorf 2022.